EJ-Reisen-Videos. Das russische Verteidigungsministerium hat Aufnahmen von der Landung taktischer Landeeinheiten der Luftlandetruppen und der Übernahme der Kontrolle über einen der Flugplätze in der Ukraine veröffentlicht. Gazeta.ru stellt die entsprechende Pressemitteilung zur Verfügung. Die fortgeschrittenen Einheiten der Luftlandetruppen führten die Landung von Truppen aus Hubschraubern im Landeverfahren durch, organisierten die Rundumverteidigung um den Flugplatz und sicherten den Empfang der Haupttruppen, heißt es in dem Bericht. Das veröffentlichte Video zeigt die Aktionen der Luftlandetruppen sowie die Waffen der Fallschirmjäger, Handfeuerwaffen, Panzerabwehrlenkraketen und Mörser. Zuvor hatte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenko, erklärt, die russischen Streitkräfte hätten am Morgen des 12. März einen Militärflugplatz in Wassilkiw und das Hauptfunkzentrum der ukrainischen Streitkräfte in Brovary mit einem Präzisionsschlag getroffen. EJ-Reisen-Videos. Danke meine Freunde, dass ihr es zu Ende geschaut habt. Es wäre schön, wenn ihr unser Video liked und eventuell unseren Kanal abonniert. Das kostet euch nichts und dauert nur ein paar Sekunden. Doch für uns ist es wichtig und es würde uns sehr helfen, um weitere Videos zu produzieren. Wir sind ein neues harmonisches Team, die das gerne machen. Schön wäre es auch, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, was wir verbessern können. Wir bedanken uns nochmals und wünschen euch eine schöne Zeit, euer EJ-Reisen-Videos-Team.